Das Amtshaus 1, auch bekannt als Uraniawache, nimmt einen zentralen Standort in der Zürcher Innenstadt ein. Sie dient der Stadtpolizei im Alltag und zur Bewältigung von Großereignissen. Das Amtshaus 1 bildet zusammen mit den weiteren Amtshäusern ein prägendes Ensemble der Zürcher Innenstadt. Doch was wissen wir über die Entstehung dieses architektonischen Juwels und dessen Erbauer? Ursprünglich als Waisenhaus erbaut, durchlief das Gebäude im Verlauf seiner mehr als zwei Jahrhunderte umfassenden Geschichte mehrere Umbauten und Sanierungen. Wir wollen in diesem Film einen detaillierten Blick auf das altehrwürdige und geschichtsträchtige Gebäude werfen. Hierfür nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise zurück in eine längst vergessene Zeit. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert, im Zeitalter des Absolutismus. Europa steht an der Schwelle noch nie dagewesener Umwälzungen. Die Aufklärung und die Französische Revolution breiten sich bald über ganz Europa aus und erschüttern alteingesessene Gesellschaftsstrukturen. Das neue Gedankengut erreicht auch bald die Zwinglistadt und verändert sie tiefgreifend. Zu dieser Zeit bewohnen knapp 11.000 Menschen die Stadt Zürich. Einer der Hauptinitianten des Waisenhauses ist Johann Heinrich Escher, der seit 1761 Statthalter und damit Vorsteher des Waisen- und Zuchthauses ist. Auf ihn gehen Impulse für eine fortschrittlichere Haltung in der Jugendfürsorge zurück. Escher ersucht den aus Ascona stammenden Architekten Gaetano Matteo Pisoni, welcher gerade mit dem Bau der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn beschäftigt ist, für wenige Tage freizunehmen, um an der Beratung bei der Planung teilzunehmen. Mit Pisoni holt man sich nicht nur den Beirat eines Fremden, sondern auch eines Architekten, der sich vor allem als Kirchenbauer einen Namen gemacht hat, von dem jedoch keine Profanbauten bekannt sind. Dabei ist Zürich kein architektonisches Niemandsland. Mit David Morf steht ein erprobter einheimischer Fachmann zur Verfügung. Von ihm stammt das Zunfthaus zu den Schuhmachern aus dem Jahre 1742. Das 1757 vollendete Zunfthaus zur Meisen. Das Haus zum Rechberg von 1770. Und sein Helmhausprojekt von 1760. Doch der Beizug auswärtiger Kapazitäten hat in Zürich Tradition. Ausschlaggebend mag Pisonis Ruf als fundierter Kenner der Renaissance- und Barockarchitektur sein. Pisoni liefert ein Projekt im Stil eines italienischen Palazzo, der gleichermaßen imposant wie exotisch im damaligen Stadtbild wirkt. Pisonis Bau erhebt sich dreigeschossig mit 13 x 5 Achsen über einem Grundriss von 48 x 18 Meter mit einem mächtigen Sockelgeschoss in Bandrustika und zwei durch eine Kolossalordnung zusammengefassten Obergeschosse. Der flache fünfachsige Mittelrisalit an beiden Längsfassaden wird durch Pilaster mit girlandengeschmückten ionischen Kapitellen ausgezeichnet, während die flankierenden vierachsigen Fassadenteile und die Schmalseite eine einfache Lisenengliederung aufweisen. Die erste Etage ist durch ihre Höhe und die hochrechteckigen Fenster mit geraden, profilierten Verdachungen als Piano Nobile ausgezeichnet. Das zweite Obergeschoss ist deutlich niedriger und besitzt nahezu quadratische Fenster mit geohrten Rahmen. Ein schlichtes klassisches Gebälk schließt die Fassaden ab und leitet zu einem geradlinigen Walmdach über. Über dem Mittelrisalit sah Pisoni eine Statuenattika mit sechs allegorischen Figuren vor, deren Programm durch die Beschriftungen im Aufriss der limmerzeitigen Hauptfassade überliefert ist. In den Proportionen und in der Instrumentierung steht Pisonis Bau in der Tradition italienischer Renaissance-Paläste. Das für italienische Verhältnisse relativ hohe Dach ist bereits eine Konzession an die lokale Bautradition und sollte im ausgeführten Bau noch verstärkt werden.
Am 11. März 1765 fassen Rat und Bürger den Baubeschluss, legen als Bauplatz definitiv die Kornamtswiese fest und genehmigen den Ausführungsplan. Im April ist bereits der Platz für das Fundament planiert. Im Mai 1768 ist der Rohbau bis und mit Dach fertig. Im Juli und Oktober 1769 erfolgen Transport und Aufstellung der monumentalen Figurengruppen. An der Bezahlung der Gesamtkosten beteiligen sich auch die Zünfte und das kaufmännische Direktorium. Am 1. August 1771 wird der Neubau feierlich eingeweiht und von 89 Waisenkindern, den Verwaltern und 19 Angestellten bezogen. Von der erhöhten luftigen Lage des Neubaus über der Limmat erhofft man sich eine Verbesserung gegenüber der Situation im ehemaligen Oettenbach-Kloster, wo die Waisen von den Sträflingen räumlich getrennt im Erdgeschoss untergebracht waren. Kurz vor dem Umzug verlangt der Arzt Salomon Schinz nochmals nachdrücklich mehr Bewegung im Freien, Baden in der Limmat und das Recht auf Schulbildung für die Kinder. Forderungen, die ihn als Vordenker der modernen Waisenhausidee ausweisen. Das neue Waisenhaus steht allseitig frei auf dem dreiecksförmigen Gelände der Kornamtswiese zwischen dem ehemaligen Kloster und dem Oettenbach-Bollwerk. Der von allen Seiten sichtbare, parallel zur Limmat und erhöht über dem Flussufer thronende stattliche Baukörper setzt einen markanten Akzent im linksseitigen Uferprospekt. Pisonis Projekt erfährt aber entscheidende Veränderungen. Die klare Geschosshierarchie wird aufgehoben. Die drei Geschosse und die Fenster sind nun beinahe gleich hoch. Anstelle der geplanten figurenbesetzten Balustrade erhalten die Mittelrisalite ein Frontispiz. Technische und ökonomische Aspekte stehen dabei im Vordergrund. Eine weitere Änderung ist eine Redimensionierung des Palazzo-Charakters gemäß der Bauaufgabe angemessenen Zweckmäßigkeit. Eine Konkurrenz mit dem kurz zuvor vollendeten Zunfthaus zur Meisen wird wohl als Vermessenheit empfunden. Das bauplastische Dekor konzentriert sich auf den Mittelrisalit, bestehend aus den Scheitelsteinen des Eingangsportals und der Fenster in den Obergeschossen. Diese sind reich ausgebildet und bestehen aus Voluten, Blüten und Muschelkämmen, die organisch ein nierenförmiges Gebilde in der Mitte umwachsen. Die mit Girlanden verzierten ionischen Pilasterkapitelle und die virtuos gestalteten Rocaillen des elliptischen Oculus im Giebel sind weitere Höhepunkte der Dekorgestaltung. Besondere Erwähnung verdienen die monumentalen Figurengruppen, welche die beiden von Vasen bekrönten Giebel flankieren, aber schon vor 1800 entfernt werden. Gemäß Ausführungsplan stellt die nördliche Gruppe an der Hauptfassade einen sitzenden Mann dar, der Kinder unterweist. Das Pendant auf der anderen Seite, eine sitzende Frau mit spielenden Kindern. Tugendallegorien, die unmittelbar auf die Fürsorge bezogen sind. Ausdruck der Waisenfürsorge als obrigkeitliche Aufgabe. Gegenüber der alten Situation im Oettenbach-Kloster stellen nicht nur die Raumkapazitäten, sondern auch die räumliche Trennung einzelner Funktionen eine entscheidende und keineswegs selbstverständliche Verbesserung dar. Grundrisseinteilung und Raumprogramm folgen mit nur geringen Änderungen Pisonis Pläne. Über dem gewölbten Kellergeschoss mit zwei Bädern erheben sich die drei Hauptgeschosse mit praktisch identischen Grundrissen. Vestibül und Haupttreppe nehmen die drei mittleren Achsen ein. Die Räume gehen von einem gestreckten, an den Enden hufeisenförmig gebrochenen Gang in der Längsachse ab. Dass auch im Innern bis ins Detail auf Symmetrie geachtet wird, zeigen die im langen Gang zwischen den Türen zu den abgehenden Räumen eingefügten Blendtüren.
Im Erdgeschoss befinden sich an der südlichen Schmalseite nebst Magazinen, Büros und Küche die Schul- und Speisstube. Und an der nördlichen Seite die sogenannte Fabrikstube, in welcher Textilien hergestellt werden, die dem Eigenbedarf dienen. Der zuerst als Pflegerstube und später als Lesezimmer bezeichnete Raum dient heute als Büro des Polizeikommandanten. Der Raum hat die Ausstattung des 18. Jahrhunderts teilweise bewahrt. Er wird von einer Stuckdecke mit schlichten Profilrahmen und eingemittetem Vierpassornament überspannt. Auf sandsteinernen Balusterfüßen steht ein von einer Vase bekrönter Turmofen. Die Füllkacheln sind hellblau, die Friese und Lisenen blau-weiß bemalt und zeigen von Rocaillen eingefasste oder durchdrungene Landschaftsvignetten und Ruinenstücke. Im ersten Obergeschoss liegen die Wohnräume des Verwalters, das Krankenzimmer sowie die nach Geschlechtern getrennten Stuben und Kammern für die Waisen, die auch den ganzen zweiten Stock beanspruchen. Die Verwalter- oder Erzieherstube dient heute als Büro des Polizeivorstehers. Den Raum überspannt eine Stuckdecke mit einfachem Vierpassspiegel in der Mitte. Auch in diesem Raum steht ein ähnlicher Ofen wie im unteren Raum, aber einfacher und ohne Haube. Die Füllkacheln sind meergrün, die Lisenen und Friese blau-weiß bemalt mit Blütenbouquets, Landschaften und Architekturdarstellungen. Trotz des unregelmäßigen Grundstücks ist die Gartenanlage vor und hinter dem Gebäude durch Axialität und Symmetrie bestimmt. Die mit Bäumen umsäumte Terrasse vor der Hauptfassade ist in vier symmetrisch angelegte rechteckige Beete unterteilt und seit dem frühen 19. Jahrhundert mit Nutzpflanzen bebaut. Die Besorgung der Gartenbeete erfolgt durch die Waisenkinder und ist Teil des erzieherischen Programms. Zwischen dem Kornamt und der Trotte oberhalb des Wollenhofs führt ein stattliches Hofportal auf die Terrasse. Es besteht aus profilierten Torpfeilern und ist mit Vasenaufsätzen bekrönt. Das Gitter besteht aus Stabwerk mit Ziermotiven und schließt oben mit einer geschweiften Bekrönung mit eingemitteter Kartusche. Das Rokoko-Gitterportal entspricht einem um 1770 in Zürich mehrfach verwendeten Typus an herrschaftlichen Zugängen. Im neuen Waisenhaus sind gemäß Waisenhausordnung maximal 100 Kinder untergebracht. Zentrales Anliegen der Waisenhausordnung ist die Erziehung der Waisen zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft. Die Kinder sollen in gesunder Umgebung aufwachsen und der Schulunterricht ausgebaut werden. Aufnahme finden in erster Linie Bürgerkinder aus der Stadt, Voll- und Halbwaisen oder Kinder aus zerrütteten Familien. Mit dem Ende des Ancien Regime ändert sich die rechtliche Grundlage der Institution. Die Armenkommission wird durch die Almosenpflege ersetzt und ab 1803 übernimmt eine vom Gemeinderat bestellte und weitgehend autonome Waisenhauspflege die Leitung. Bei der Güterausscheidung zwischen Staat und Stadt fällt das Waisenhaus der Stadt zu. Die Verfassungsrevision von 1831 löst wichtige Veränderungen aus. Die endgültige Abschaffung der Arbeit im Waisenhaus und, parallel zum neuen Unterrichtsgesetz, die Aufhebung der hauseigenen Schule und die vollständige Anpassung an die anderen städtischen Schulen. Mit diesem Schritt soll der Absonderung der Waisenhauskinder entgegengewirkt werden. Trotz Gegenwehr seitens der Waisenhauspflege unterstellen die neuen Statuten das Institut 1837 der städtischen Armenpflege.
1899 fällt der Entscheid, das Oettenbach-Areal und das Waisenhaus für die Bauten der angewachsenen städtischen Verwaltung zu nutzen. Gegen eine Entschädigung von 1,2 Millionen Franken willigt die Waisenhauspflege in die Abtretung des Gebäudes ein. 1911 beziehen die Waisenkinder die neuen Waisenhäuser am Sonnenberg und Entlisberg. Auf das Amtshaus 1 kommen von nun an vollkommen neue Aufgaben zu. Der einzige Bau auf dem Wertmühle- und Oettenbach-Areal, der von der Amtshäuserüberbauung Gustav Gulls verschont bleibt, ist das Waisenhaus, da es nach dem Urteil des Architekten baulich in gutem Zustand ist und es als stattlicher und charakteristischer Bau des 18. Jahrhunderts verdiene, im Stadtbild erhalten zu werden. Somit wird 1911 der Hügel, auf dem das Gebäude steht, rundherum abgetragen und dadurch der Einschnitt für die Uraniastraße geschaffen, welche seither bis zur Rudolf-Brun-Brücke führt. Für die Zwecke des Polizei- und Gesundheitsamts wird das Gebäude nun unter diversen baulichen Veränderungen hergerichtet. Durch einen Anbau an der Rückseite gegen die Wertmühlestraße werden zudem die weiteren Amtshäuser geschaffen. Der wichtigste Eingriff betrifft die Eingangspartie. Das Kellergeschoss wird zum neuen Erdgeschoss mit Eingangshalle umgebaut und gegen die Limmat ein eingeschossiger Vorbau in Bandrustika mit Freitreppe und Terrasse errichtet. Die aus der Bauzeit stammende eichene Eingangstür mit geschnitzten Rockeiverzierungen versetzt man beim Umbau ins neue Hauptportal am Bahnhofquai. Das Hofportal mit dem schmiedeisernen Gitter wird abgebaut und die Vasen auf den Torpfeilern erneuert. Anschließend wird es zwischen den Amtshäusern 1 und 2 wieder vollständig eingebaut. Auch das Raumprogramm erfährt einige Anpassungen. Im Innern werden die alten Treppen auf den drei mittleren Achsen beseitigt. Dafür werden an den beiden Seiten neue Treppenaufgänge angelegt. Das große Vestibül wird zudem in weitere Zimmer aufgeteilt. Während des Zweiten Weltkriegs finden umfassende Außenrenovationen statt. Die Schornsteine werden entfernt, und das Gebäude erhält einen neuen Verputz in einheitlichem Grauton. 1994 bis 1998 wird das Gebäude komplett renoviert und die Dachkonstruktion umfassend repariert. Dabei gilt es, denkmalpflegerische Aspekte mit den Ansprüchen an eine moderne Infrastruktur zu verbinden. Die Fassadenrenovation wird zum Anlass genommen, die ursprüngliche Erscheinung wiederherzustellen. Die Uraniawache wird 2006 bis 2009 erneut in Etappen saniert und gleichzeitig eine moderne Führungsinfrastruktur eingebaut. Dank Standort- und Raumoptimierungen können die betrieblichen Abläufe verbessert und der Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz gesenkt werden.
Das Amtshaus 1 erstrahlt heute mehr denn je in seinem ursprünglichen Glanz und setzt nach wie vor einen markanten Akzent im Zürcher Stadtbild. Selbst die Umgebung des gigantischen großstädtischen Amtshäuserkomplexes haben der Präsenz und der architektonischen Qualität des Baus kaum Abbruch getan. Das prächtige Amtshaus vermittelt seit nunmehr 240 Jahren eine Würde, die durch Schlichtheit und zurückhaltende Eleganz zum Ausdruck kommt. Es ist zu wünschen, dass das Gebäude auf längere Zeit der Stadt Zürich erhalten bleiben und eindrucksvoll auf seine bewegte Geschichte verweisen wird.